Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist schon das Ende vom April. Es war sehr schön mit dir, aber das Schönere, was jetzt noch kommt, sind meine Monatsfavoriten, denn jetzt kommen meine Monatsfavoriten. Fangen wir mit der Pflegekategorie an und eigentlich ist das nicht richtig Pflege, aber wahrscheinlich am ehesten in diese Kategorie einzuordnen. Und das ist ein Parfüm. Und zwar ist das Parfüm von Anna Jahrke und es heißt Pur Elle, also für sie. Und es ist so ein unglaublich schöner, frischer, fruchtiger, frühlingssommerlicher, sauberer, frische Wäscheduft. Ein bisschen pudrig, also nicht so zitruslastig, sondern wirklich frische Wäsche. Also ich würde frische Wäsche dazu sagen. Das nächste Produkt ist nun aber wirklich eine Pflege und das ist einmal eine Body Cream, eine Whipped Body Cream. Das heißt, sie ist ein bisschen reichhaltiger und zwar von Rituals. Und das ist in der Duftrichtung Cherry Blossom und Rice Milk und das habe ich schon als Deo, das habe ich schon als Body Mist, also Body Spray und jetzt habe ich das als Creme und meine Schwester hat das auch noch als Duschschaum. Von daher alles abgedeckt in dem Bereich. Das ist der unglaublich schönste Duft, den ich mir vorstellen kann. Ich liebe Rituals-Düfte, die sind wirklich so auf diesem, ja, auf dieser ayurvedischen Basis. Das heißt, sich besinnen, zur Ruhe kommen und wirklich sehr ätherische und reichhaltige Düfte. Also es ist für mich einfach Erholung pur. Wenn ich mir abends damit auch nur die Hände eincreme und dann schlafen gehe und die ganze Zeit so von irgendwo nebenan so ein kleiner Wink des Duftes an mir vorbeischwebt. Oh, ich kann gar nicht aufhören. Okay, noch einmal. Oh, großartig. Die nächste Kategorie ist einmal die dekorative Kosmetik und ich weiß, die meisten warten nur auf diese Kategorie, um sich Sachen abzugucken, was den Beauty-Bereich angeht. Und zwar habe ich als großen Favorit einmal die zu Eva Naturally Yours Palette und in allen meinen letzten Get Ready With Me oder Face of the Day, Fotos, Videos, was auch immer, trage ich immer diesen Lidschatten. Ihr bekommt den bei zu Eva online. Ich kann euch den Shop unten verlinken, aber wahrscheinlich kennt den schon jeder, weil ich rede ja auch super viel über die Pinsel. Unglaublich gute Qualität. Ein weiteres Produkt ist einmal von Soap & Glory und das ist einmal One Heck of a Blot, also ein Blotting Powder, Translucent Powder, mattierendes Powder. Es sind so viele Namen und alle haben wirklich dieselbe Wirkung. Dieses Puder ist dafür da, um es über das alltägliche Make-up rüberzugeben, damit man nicht so glänzt, damit dieser überflüssige Glanz, den man meistens in der T-Zone hat, so wie ich den habe, um den ein bisschen zu reduzieren oder sogar zu verhindern. Und ich finde, das macht einen unglaublich guten Job. Den nächsten Favoriten habe ich sozusagen euch zu verdanken. Und zwar habe ich ja oft erzählt, dass ich von CoverGirl den Clump Crusher, also die Mascara, unglaublich gut finde und dass ich sie in Zürich gekauft habe und sie ja in Deutschland nicht erhältlich ist. Und viele von euch haben mir gesagt, dass es ein Dupe dazu gibt und zwar von Max Factor und das nennt sich Clump Defy Mascara. Und ich habe es gekauft, ich habe es getestet und ich habe es für gut befunden. Es ist auf jeden Fall ein Dupe dazu. Also es gibt das gleiche schöne Volumen, sehr natürlich das Volumen und es gibt den gleichen Schwung und die gleiche Haltbarkeit und ich habe wirklich keine Rückstände von der Mascara irgendwie unter den Augen. Manche Mascaras krümeln ja so. Ich finde, es ist ein perfektes Dupe dazu. Vielen Dank für eure Empfehlung. Auf jeden Fall ein Favorit. Mein nächstes Lieblingsprodukt des vergangenen Monats und eigentlich schon der vergangenen Monate trage ich auch gerade auf den Wangen. Es ist ein Art Deco Rouge und ich liebe die Art Deco Rouges oder Blushes und das ist einer in der Farbe 38 und den trage ich am liebsten mit meinem Blush Brush von Real Techniques auf. Auch ein Favorit, aber jetzt nicht so Thema wie der Blusher. Und die Pigmentierung ist wunderbar. Es ist so ein schönes Alt-Rosé mit leichten Schimmerpartikel in Gold. Also es ist, finde ich, ein schön warmer Ton für den. Kommen wir nun zu den random Favoriten und hier habe ich als erstes einen Schal und das ist mein flauschiger schwarz-weiß Fischgräten gemusterter Schal von ASOS. Ich habe ihn oft auf Instagram-Bildern angehabt, umgehabt und jedes Mal, wenn ich das in einem Bild hatte, hat mich mindestens 5 Leute haben mich dann gefragt, wo hast du den Schal her? Also das ist auf jeden Fall ein schöner Hingucker, ihr habt es bestätigt und ja, ich liebe ihn.
Und jetzt, wo es wärmer wird, kann ich ihn wahrscheinlich nicht mehr tragen, weil er ist wirklich sehr warm. Er ist ein bisschen oversized. Das heißt, er ist wirklich sehr groß und legt sich großzügig auf eure Schultern rauf. Ein weiterer heißgeliebter Favorit ist mein Einteiler. Und mein Einteiler von One Piece, den habt ihr mindestens schon auf 5 verschiedenen Instagram-Bildern gesehen, weil ich ihn abgöttisch liebe. Ich kann mich noch erinnern, früher gab es bei StudiVZ mal so eine Gruppe. Wenn ich nach Hause komme, ist das Erste, dass ich meine Jogginghose anziehe. Und bei mir ist es auf jeden Fall, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich als Erstes meinen Einteiler an. Damit fühle ich mich rundum geborgen und gut aufgehoben, weil er mich einfach überall umschlingt, kann man das so sagen. Und ihr habt die Möglichkeit, einen zu gewinnen. Einfach mal so schiebe ich das hier mal kurz ins Video rein. Und zwar schreibt mir einfach in die Kommentare, was euer Favorit war. Und dann habt ihr die Möglichkeit, einen zu gewinnen. So einfach ist das. Und mehr Spielregeln gibt es da einfach nicht. Für alle anderen Interessenten, weil ich oft nach dem Einteiler gefragt werde, könnt ihr einmal in der Infobox den Rabattcode raussuchen und euch einen bestellen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich trage ihn super gerne. Falls ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall mal auf deren Seite vorbei und gebt den Rabattcode ein. Das ist auf jeden Fall ein guter. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, genauso cozy rumzulaufen wie ich. Meiner Meinung nach ist der Monat einfach wieder viel zu schnell vorbei. Ich weiß, das sagt man immer, aber an manchen Monaten ist es wirklich der Fall, dass man entweder so viel zu tun hatte oder die Zeit einfach so cool war, dass man wirklich nicht mehr hinterherkommt. Und jetzt ist es soweit. Der April ist vorbei und das Video ist vorbei. Falls ihr aber Lust habt, mehr zu sehen, könnt ihr auf jeden Fall hier oben einmal klicken. Dort zeige ich euch nämlich meinen Instagram-Tag. Viele von euch fanden den gut und deswegen könnt ihr den hier nochmal sehen, wenn ihr den nicht gesehen habt. Und hier unten kommt ihr zu meiner letzten Frisur am Frisurenfreitag. Und ja, das war es auch schon von meinem Video, von meinen Favoriten, von meinem April. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wie immer, zahlreich versammelt. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.